Und wie darauf reagiert, dass das Handwerk vergoldet geworden ist? Eher einfach die Wertschätzung der Handwerker. Also, seit ich klein bin, hat mich die Architektur sehr fasziniert. Also, auch wie das Entstehen eines Hauses, das war für mich so, wow, wie passiert das? Und das war dann mein größter Wunsch, später mal dann wirklich auch Architektur zu studieren und meine eigenen Ideen in die Welt zu setzen. Ich denke, dass die größten Herausforderungen der Zukunft sind, dass die Welt immer komplexer wird, vernetzter wird und dass wir da darauf reagieren können, vor allem, denke ich, personell auch. Ben, pour répondre aux défis, ben, la première chose c'est moi-même, je me pose beaucoup de questions, je me documente beaucoup sur le futur, j'essaye de m'informer de ce qui nous attend. J'essaye également de préparer mes collaborateurs à ce futur qui va être complètement différent de ce qu'on a connu ces dernières années, avec des notions nouvelles ou des notions qui vont revenir telles que ben, la prise en compte du risque, de pousser les gens vers l'innovation, donc d'apprendre à vivre également peut-être dans un monde qui va être un peu plus incertain que celui qu'on a connu ces dernières années. Donc je pense que c'est déjà pas mal de choses. Ich probiere mit den Herausforderungen so umzugehen, dass ich möglichst immer am Ball bleibe, die Herausforderungen auch annehme, probiere die umzusetzen, auch das Risiko eingehe, dass vielleicht mal was nicht ganz so rauskommt, wie ich mir das wünsche. Aber nur so kommen wir weiter, sonst haben wir keine Möglichkeit. Grundsätzlich kann man sagen, dass die jetzt auf unsere Branche die weiblichen Interessierten bessere Schulqualifikationen bringen als die männlichen Interessierten, was einerseits sehr schön ist, dass wir auch Frauen im Beruf haben, andererseits ist unser Beruf trotzdem auch körperlich manchmal auch anstrengend. Dann ist es auch, wäre es auch ja, schön, wenn auch die Jungen mit einer guten Ausbildung diesen Beruf wählen würden. Ja. Als Unternehmer, denke ich, muss man fortschrittig denken. Also man muss einerseits ein bisschen Risikobereitschaft sein, sich den Herausforderungen der Zukunft auch zu stellen. Es ist auch ein Anliegen, dass man sich konsequent weiter- und ausbildet, um den Anforderungen auch gewachsen zu sein. Das, denke ich, sind die hauptsächlich zwei Gründe für die Zukunft. Warum haben Sie sich für den Beruf entschieden? Ja gut, die Geschichte geht weit zurück. Also mein Vater hat mir immer gesagt, du musst entweder Metzger lernen oder Bäcker oder Dachdecker jetzt in meinem Fall. Er hat immer gemeint, ja gut, wenn es den Leuten gut geht, dann essen sie Fleisch, wenn es ihnen schlecht geht, dann essen sie Brot. Und wenn man aber ein Dach über dem Kopf haben will, jeder immer. Und entsprechend habe ich mich für die Baubranche entschieden. Ist ein bisschen salopp formuliert, aber es ist eine sehr schöne Branche, sehr kameradschaftlich, sehr innovativ, sehr fortschrittlich und was ich daran sehr speziell finde, ist die Langfristigkeit. Also es ist nicht etwas, eine Modeerscheinung, die kommt, sondern die bleibt und die bleibt für immer.